Mein Name ist Sarah Hegemann. Ich schaffe als Product Owner bei Digitec Galaxus in unserem Online-Shop-Team. Ich bin gebürtige Amerikanerin und wohne seit etwa 4 Jahren in Zürich. Als Product Owner owne ich das Produkt und ich bin mit unserem Team zuständig, die Vision von unserem Produkt voranzutreiben und eigentlich einfach das beste Produkt, was wir bauen können, bestmöglich zu bauen. Mein Team ist für unsere Produktunterseite zuständig, wo der gesamte Content um dem Produkt geht, für unsere Wiederverkaufsplattform, wo User gebrauchte Produkte wiederverkaufen dürfen und auch unsere Apps. So, das ist das Produkt. Produkte-Seite, Wiederverkaufsplattform und unsere Apps bei Digitec Galaxus. Ich glaube, es ist etwas, was so immer wachsend ist. Wenn man ein bisschen neugierig für etwas ist, dann steigt das und möchte mehr wissen. Und ich glaube, vor allem spannend in meiner Rolle ist, wir sollen wissen von der User Experience, Business und auch Technologie, so aus der IT, sodass wir ein bisschen Nerd für alle Bereiche haben müssen. Nicht so tief wie die Expertisen, aber so auf die vielen Bereiche einfach so viel kennenlernen zu möchten. Man macht das gern und man macht das wahrscheinlich gut, wenn man so ein Nerd ist. Und das ist so irgendwie die perfekte Kombi, etwas mega gern zu machen und zu sagen, hey, ich kann das auch mega gut. Zum Beispiel unser Frontendler, in meinem Forschungsgespräch habe ich das Team kennengelernt und unser Senior Frontendler hat gesagt, ich liebe JavaScript. Das ist meine Leidenschaft. Und ich fand das einfach so cool, wie er sich so vorgestellt hat. Und du weißt, wenn er so begeistert dafür ist, kann er das wahrscheinlich sehr gut. Und das ist der Fall. Und dann macht es mega Spaß, mit ihm zusammenzuschaffen. Die größte Herausforderung ist etwas einfach Laufendes, unsere User zu verstehen. Das ist etwas, was wir nie einfach sagen, ja, jetzt haben wir 100% Verständnis, sondern wir lernen immer über unsere User. Und für mich dann als neue Mitarbeiterin war sehr viel zu lernen, aber dass ich gefühlt jeden Tag etwas Neues über unsere Nutzer lernen und dann unser Produkt für sie verbessern können. Ich versuche sehr organisiert zu sein, weil es gibt sehr, als Product Owner sehr viele Themen, wo ich mitzuwirken habe und dass ich so für mich das organisieren kann und dann für unsere Stakeholder zu organisieren und für das Team zu organisieren. Ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Supercraft, was ich gerne und gut mache. Mein Team, ganz klar, ich würde am meisten mein Team vermissen. Es macht Spaß mit ihnen, wie wir zusammen schaffen und das würde ich auch in den Ferien dann. Wir haben einen Group Chat und es ist wirklich so auf einer persönlichen Ebene, was ich sehr cool finde. Die Herausforderung, dass wir an was Neues schaffen, daraus lernen, manchmal ist es ein Erfolg, manchmal nicht. Und irgendwie diese so Herausforderung zu schaffen und davon einen Schritt weiterzukommen, das würde ich in den Ferien auf jeden Fall vermissen. Ich schätze am meisten unsere Kultur und Werte, weshalb wir Sachen machen, wie wir sie machen, wie wir miteinander die Sachen machen. Ich glaube, das ist nicht bei vielen Unternehmen so der Fall. Und das ist etwas für mich, womit ich mich persönlich mega identifizieren kann und Spaß habe. Zum Beispiel das Unternehmenswert piratisch. Ich glaube, das habe ich nie bei einem Unternehmen gesehen. Und dass wir wirklich versuchen, piratisch zu sein, vielleicht etwas schnell und noch nicht perfekt, aber immer schnell zu lernen, der einfachere Weg zu nehmen aus viel Bürokratie drumherum. Und ich finde das einfach mega motivierend für mich. Die ersten Tage ohne Monitor, und das war mega anstrengend und war ich nicht so fokussiert. Und jetzt habe ich so einen Monitor aus dem Büro. Wir haben immer 2 Monitoren, dann 1 aus dem Büro mit meinem Notebook. Ich nutze auch ein Tablet, so auf Sachen zu schreiben. Und das funktioniert dann eigentlich ziemlich gut.